So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider hier auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten, liebe Freunde. So, letzte Folge haben wir ja den Dietrich bekommen. Gucken jetzt mal, dass wir hier eben noch den Schrank da öffnen. Und dann gehen wir mal weiter, damit wir mit der Hauptstory jetzt mal vorankommen. So, mal eben noch das Schränkchen hier öffnen. Yo. Okay, Erfahrungspunkte. Lol. Gut. Dann geht's weiter. Die ganzen Repeater sind ja jetzt down. Dann gucken wir mal jetzt, dass wir zu unserem eigentlichen Missionsziel kommen. Oh, hier unten drunter ist nämlich auch noch ein Grab. Das weiß ich noch. Von früher. So. Bin ich getroffen? Nein, natürlich nicht. Oh, guck mal, hier ist Stuff. Aber was passiert, wenn ich die Glocke hier abschieße? Nix. Oh, da geht's ja runter. Oh! Verdammt. Ach, ja, komm her. Optionales Herausforderungsgrab. Ja, das ist sehr schön, aber das machen wir jetzt nicht. Sehr gut, Lara. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da hoch? Ach so, und den Pfeil kriege ich nicht wieder, oder was? Ja, so richtig typisch, ey. Na, komm hoch, ey. Ne, hier ist nicht so weit. Wären Pilze, die brauche ich aber gerade nicht. Doof gesagt, das in Syrien sah eben schön warm aus. Hier ist echt eisekalt, ey. Okay. Dann. Oh. Das Ganze nochmal von vorne. Ah, jo. Mann, ey, jetzt können wir alles wieder schön hochklettern, genau. So, das wäre dann mal ein. Kommen wir auch so hoch, ne? Ja, genau, perfekt doch. Genau. Dieser Schnee, der nervt mich persönlich extrem. Die Frage ist jetzt, kann ich da drauf springen? Okay, ja gut, hätte ich das vorher mal gewusst. Es sah nämlich so aus, als hätte ich da nämlich, rumgemusst. An der Wand lang. So, da ist Stärkungsgut. Genau, das nehmen wir uns noch mit.
Nice. Ist hier noch irgendwie was? Außer Holz. Nö, ne? Gut. Dann geht's weiter. Ist jetzt die Frage, gehen wir da hoch oder da hoch? Ich hacke die Hose, ne? Hier ist auf jeden Fall noch so ein komischer Monolith. Diese Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Ja, okay, aber jetzt nur wegen dem dämlichen Münzversteck. Nicht so gut getroffen, den einen. Egal. Aber wir müssen auf jeden Fall da rein. Das Lager will ich gerade noch nicht benutzen. Da ist eine Kiste, da ist eine Kiste. Vorratsschuppen! Nutzen Sie die byzantinischen Münzen, um die Ausrüstungstechniker von Trinity-Objekten abzukaufen. Gehen Sie auf die Objekte zu und halten Sie E gedrückt. Ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Ich hab 16 Stück. Okay, ne, eigentlich gar nichts gerade. Ha! Ein Schalli. 25, ja, toll. Ein Schalldämpfer wäre gar nicht so schlecht, ne? Naja, wir gehen jetzt erstmal weiter. Shit happens. Toll, jetzt rase ich wieder runter oder was? Yo! Oh, das sieht aus wie ein KZ-Lager hier. Die Berichte bleiben aus. Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Oh! Klasse, Bogen weg, Waffe weg, alles weg. Na jo, ey. Lara, geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich hab Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte.
Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Fass sie nicht an! Bitte nicht! Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Erna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Oh je. Das ist nicht vorbei. Bastard! Vielleicht kann er einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Clevere Antwort.
Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Dort kommt ein Luftzug durch. Vielleicht kann ich durchbrechen. Was genau haben Sie damit vor? Ich möchte die Wand aufbrechen. Haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Nimm das Ding doch mit. Ah, das ist doch nicht mein Bogen, oder? Gibt's einen Weg raus? Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Den Recurve-Bogen. Nice. Und das Seil. Nice. Ich habe keine Pfeile. Ja, yo. Vorsicht. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Geklappt. Können Sie da raus? Das ist sehr schön, aber wo habe ich jetzt den Pfeil her gehabt? Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Lara, nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Ja, ja, aber ich möchte kurz noch hier einmal Lucky machen. Genau, wegen sowas hier nämlich. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Aha. Ah. Bauen wir uns eben selber Pfeile. Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Na, aber 1942 auf jeden Fall. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Ja, das stimmt allerdings. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seinen eigenen Namen. Es war ein Arbeitslager. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott, das muss schrecklich gewesen sein. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Okay. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Ich
müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Sofort. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Oh, ja. Wo ist Jacob? Die Kisten sind immer super. Pistole freigeschaltet, jawohl. Die Standardpistole endlich. Ach, da ist noch eine Tür. Das habe ich gar nicht gesehen. Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Kommando Postel 2, letzter Heli gestartet. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Der Einheimische? Wir haben einen bewaffneten Eindringling schon kämpfen oder was? Tatsache. Okay. Moment, ich hab's gleich. Das war's. Kann losgehen. Suchen Sie ein Kommandozentrale nach, okay, was? Fahren wir das Ding raus. Konstantin will ein Team oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht. Okay. Das ist ein bisschen doof gemacht. Das war im ersten Teil besser mit der Spitzaxt. Ja, das war im ersten Teil etwas besser, wirklich. Ammunition. Okay, nice.
Oh, Holz, nice. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Jacob! Ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Wie ist der denn jetzt da reingekommen? Ah ja, okay, gut. Er ist also schon drin. Wir gehen rein. Ja. Ach, guck mal einen an. Den habe ich gar nicht gesehen, den Schrank. Und Erfahrungspunkte. Ich muss da reinkommen. Scharfschützen und Kundschafter. Tu das. Wir müssen ein großes Gebiet abdecken und Trinity will das Artefakt so bald wie möglich. Wir kriegen nichts über Satelliten. Zu viele Störungen. Wir wollten, als ob dieser Ort nicht existiert. Jacob, was macht er da? Scheiße. Vorsichtig, Lara. Die Aufzeichnungen sind recht überzeugend. Aber ich will selbst in diese Runde. Und Croft. Wir lassen sie am Leben. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe. Was ich geopfert habe. Was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Schwester? Schwester jetzt wegen der Sekte oder wirklich Schwester, Schwester? Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet,
Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier! Ich finde sie! Wir müssen sie finden! Weitersuchen! Sie müssen hier irgendwo sein. Der Ausweg! Verstecken Sie sich vor Trinity-Soldaten! Okay. Ich muss hier irgendwie raus. Ach. Am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Ich brauche Hilfe. Der Kontrollraum ist von innen verriegelt. Wir müssen Sie aufbrechen. Verdammt. Ich muss hier raus. Ach. Aber erst, wenn wir hier das Seltsam gehört haben. Wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Ja, die hat bestimmt Krebs. Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Ja. So. Und jetzt? Als ob ich mich jetzt darüber hangeln muss. So, jetzt kann man durchs Wasser gehen. Ah. Okay, das habe ich jetzt nicht so gerafft, ehrlich gesagt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Scheiße. Nein! Na los! Du bist tot! Du hattest mich. Ah!
Pfeil und Bogen präzise hochziehen, ey. Geil. Erz. Los jetzt! Unter Beschuss! Los, mach ein paar Pfeile, komm schon. Cool so. Na heiß. Daten wieder zum Hören. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Ist klar. Ups. Na gut, der Arm wird langsam kalt hier, ne? Jetzt kommt noch dieser dämliche Helikopter. Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie Ach. Probleme bekommen. Da ist er! Erledige dich! Verdammt! Scheiße! Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Freund anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Nachladegeschwindigkeit, Munitionskapazität und Schussfrequenz ist doch besser. Yes. Okay, gut. Gut. So, liebe Freunde, dann würde ich aber auch mal sagen, wir machen hier jetzt einen Cut. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge auch wieder einschalten würdet, wenn es wieder heißt Let's Play Rise of the Tomb Raider hier auf meinem Kanal. Macht's gut, bis dahin und auf Wiedersehen.